Und bitte. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5! Wir machen ein Stück über den heiligen Korbinian. Wir haben versucht, als wir das Stück kreiert haben und jetzt auch bei der szenischen Arbeit, die Figur vom Korbinian menschlich zu machen und greifbar zu machen. Was ist das heute? Was können wir heute in dieser Figur finden? Jemand, der ungewollt zum Star geworden ist in seiner Zeit und sich dann in diese Rolle reinfindet. Und ich denke, wenn man das runterbricht auf die ganz basalen Emotionen, Angst vor etwas und dann auch, es geht sehr viel um sich selber vergeben, anderen vergeben in dem Stück. Und das sind Themen, die heute noch genauso aktuell sind wie damals. Ich weine nicht, ich klage nicht, auch wenn mein Herz zerbricht. Ich bin der Thomas Hofstetter, ich bin 26 Jahre alt und habe Schulmusik studiert. Ja, der Korbinian, also er soll ihn nicht so als heiliger, nicht so wirklich als richtig heilig rüberkommen, sondern schon eher als bodenständiger Mensch. Und also so ist der Mensch eigentlich ganz sympathisch. So schwer ist es nicht, sich in den Reihen zu fühlen. Man versteht das schon, was er so durchmacht. Lohm. Lohm. Ich weiß, es klingt total verrückt. Doch nichts ist mehr, wie es mal war. Ich helf dem Mann in seiner Not, ich tu, was ich kann. Und sei's mein Tod, ich weiß, wer ich bin. Jetzt macht es Sinn, ich kenn mein Ziel. Jetzt beginnt das Ende meiner Nacht. Ich breche ihre dunkle Macht. Das Schicksal nimmt nun seinen wahren Lauf. Die Angst, die hält mich nicht mehr auf. Ich durfte jetzt auch wirklich mit dem Freisinger Chor mir selbst ein Programm zusammenstellen und das mit denen einarbeiten. Das waren 70 Leute. Das war aber ein tolles Erlebnis. Also, und auch mit meinem Jugendchor. Also, wir machen irgendwie aktuelle Popsongs und so die Konzerte zu erarbeiten und so, das ist einfach eine tolle Erfahrung. Und ich glaube, das ist auch gut für meinen Lehrerberuf, jetzt mit solchen Gruppen zu arbeiten. Und ja, das macht mir wirklich Riesenspaß. Ich bin die Selina Kammermeier. Ich werde jetzt dann 20 und ich spiele die Friederike. Das ist die Jugendfreundin von Korbinian, also seine beste Freundin eigentlich. Und ich bin eine ganz eine Liebe. Und ja, ich bin halt, glaube ich, so eher so der Sonnenschein in dem Dorf und ich verbreite gute Laune. Ich hatte am Anfang ein paar Schwierigkeiten, weil dieses aufrechte Gehen, dieses elegante und eher schwebende, das ist eigentlich eher noch nicht so meins. Und mir ist am Anfang schwer gefallen, groß zu bleiben, wenn ich gehe oder auch wenn ich sitze, eine ganz andere Haltung. Und auch das auszustrahlen nach außen hin, dass ich einfach ja, gute Laune verbreite. Und es ist ja auch nicht so, dass jeder automatisch immer gut drauf ist. Und wenn man dann einen schlechten Tag hat und dann auf der Bühne steht und eigentlich gute Laune verbreiten soll, ist halt auch schwierig. Ich versuche, Begeisterung zu schaffen, meine eigene Begeisterung. Und das ist ehrliche Begeisterung. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, die Arbeit hier. Die versuche ich weiterzugeben und die Leute anzustrahlen oder einfach zu motivieren, anzufeuern, damit es einfach im Ganzen eine eigene Dynamik bekommt. Gut, jetzt an die erste Gruppe. Sip! 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 Zu mir dann. Bisschen schneller. Und Sip! 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 Hossa! Hossa!
Wasser! 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 Mit Schnippeln! Jetzt gib deinem Nachbarn beide Hände und sag, du bist das Schönste, was mir heute passiert ist. Gut. So. Max, mach mal. Wir haben jetzt die Nummer 1 und die Nummer 2 sehr oft geprobt. Und die gingen jetzt schon ganz gut. Aber jetzt wird es interessant, wie die Stücke funktionieren, die noch nicht so geprobt sind. Und da wird es natürlich sehr spannend. Genau, aber prinzipiell läuft super, die Stimmung ist gut. Die Leute sind im Flow, das heißt, sie sind richtig gefordert. Und das passt eigentlich. Das ganze Teamwork, das hier ist, das ist wirklich gigantisch, das ist so schön. Wir sind schon ganz lange in dem Chor, also bei den Freising Larks. Ich habe eigentlich angefangen, mit den Freising Larks hier zu singen. Und meine Tochter kam danach irgendwann einmal und dann mein Sohn. Und so sind wir hier alle gelandet und jeder hat hier seine Aufgabe. Es ist schon jetzt langsam ziemlich spannend, so im Juli, kurz bevor es dann wirklich losgeht. Und wenn man jetzt sieht, es nimmt Form an, der Chor singt immer besser und die Wege stimmen, jetzt wird's und ich bin hochzufrieden. Also ich tue mir das an, weil es einfach ein Teil von mir selber ist. Also ich brauche das einfach, Bühne, ich liebe das, in andere Rollen zu schlüpfen und die Rolle der Filitrude ist natürlich einzigartig. Also mal den Bösen zu spielen, ist schon nicht schlecht. Wir sind voll im Zeitplan, wir sind schneller, als wir gedacht haben. Vor allem sind wir wesentlich weiter, als wir vor 2 Jahren waren bei der Feuerhex. Wesentlich besser geplant, wesentlich besser organisiert. Wir sind gut drauf. Also im Moment. Ja, ich bin jetzt seit dem Anfang dabei, seitdem es ein Musical gibt. Und habe da jedes Mal eine Maske mitgemischt. Ich schmier halt wahnsinnig gern. Das habe ich schon als Kind gern gemacht. Tänzerinnen aus einer Part zu machen. Und die Pille tot darf ich diesmal schminken. Kurz heißen. Schauen wir mal. Und Rouge. Ja, ich verbinde mit Musical eigentlich hauptsächlich so strahlende Augen. Weil ich diese typischen Musical-Momente für mich, wenn ich dann einfach irgendwas anschaue und dann sitze ich wirklich da wie so ein kleines Kind staunend und boah, super toll. Und das hatte ich jetzt auch bei den Proben schon öfters, wenn der ganze Chor singt. Also da kriegt man echt Gänsehaut. So. Fertig. Tada! Hey, Albert ist von Herzog Grimoald begnadigt worden. Ihr dürft ihn nicht hängen. Das kann ja jeder behaupten. Diesen weiten Weg in so kurzer Zeit ist kaum zu schaffen. Oder habt ihr einen Beweis dafür? Ja, und da musst du animieren. Oder habt ihr einen Beweis? Oder habt ihr einen Beweis dafür? Diesen Ring gab mir Herzog Grimoald als Zeichen seiner Macht und Gunst. Ihr dürft diesen Mann nicht richten, weil er von der Welt und Gott Vergebung erteilt. Vergebung okay. Getan. Wir machen kurz da weiter. Peter, kannst du dich ein bisschen weiter nach vorne arbeiten? Genau. Und das Ganze, so wie der Corbinian in der Mitte angekommen ist, kann sich das Ganze ein bisschen nach vorne mehr verlagern, sonst kämen wir so extrem hinten. Also er sagt: Auge um Auge. Zahn um Zahn. Er soll sterben. Er soll leiden. Genau wie mein Mann leiden musste. Ja, aber. Kann das ein bisschen dramatischer? Ja, ein bisschen dramatischer. Er soll leiden, er soll sterben, genau wie mein Mann leiden musste. Ja! Wir fordern Rache für den Kaufmann. Das ist der wahre Wille Gottes. Ja! Auf damit! Du hast doch keine Ahnung von diesen Dingen. Schubs, häng ihn auf! 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 Die Jüngsten sind so ungefähr 10 Jahre alt und die Ältesten, ich glaube, Ende 70 ungefähr. Also es ist eine wahnsinnige Spanne. Und mir macht es
sehr, sehr viel Spaß, mit auch Laien zu arbeiten. Wir haben ein gemischtes Ensemble aus Profis, Semiprofessionellen und Laien. Die Laien machen den größten Anteil. Und mir macht es unglaublich viel Spaß, weil man den was mitgeben kann. Also da ist ein Profi, der kommt, macht seine Arbeit, der ist schon fertig im Grunde genommen. Und den Laien kann man unglaublich viel noch mitgeben, wie Theater funktioniert, wie sie sich präsentieren können, wie sie dieses Selbstbewusstsein entwickeln, auf der Bühne zu stehen. Und das macht unglaublich viel Spaß. Lukas war ganz erstaunt, weil sonst sage ich immer, nicht so viel, nicht so viel. Und jetzt war das erste Mal bei diesem Stück, dass ich gesagt habe, Lukas, mehr, mehr, mehr. Dieses Jahr hatten wir das erste Mal wirklich das, dass wir gesagt haben, Lukas, die müssen auch schauen wie Drag Queens. Genau. Und ich so, was? Okay, sie war auch voll mein Stück, super. Mehr hilft. Farbe. Nee, perfekt. Deswegen ist super. Und es ist halt einfach auch schön, wenn man einen Regisseur hat, der sich halt auch für die Maske kümmert. Weil meistens bist du irgendwie komplett allein gelassen und es ist so, hier, mach mal, mach ein Konzept, mach das und dann wird schon passen und es läuft oft nebenher. Und es ist halt schön, wenn man wirklich jemanden weiß, der das halt auch zu schätzen weiß im Endeffekt. Und das ist halt schon viel wert. Dafür machen wir es ja auch alle hier, gell? Ja, ich bin ziemlich auch nervös. Ich gehe ständig diesen Text durch innerlich und naja, aber es geht schon. Also nicht mehr so entspannt. Bin dann in der Frischen aufgewacht, dachte mir, oh mein Gott, heute ist soweit. Ja, doch. Ich bin ziemlich aufgeregt. Ich bin ungewöhnlich entspannt heute, weil eben die Proben so gut gelaufen sind. Und ich habe auch gesehen, egal wenn was mit dem Ton schief läuft oder wenn irgendwie vom Orchester noch ein Einsatz irgendwie nicht 100% da war jetzt in den vergangenen Tagen, was auf der Bühne passiert ist, ist trotzdem nicht auseinandergefallen, weil jeder genau wusste, was er machen muss und es einfach gut vorgearbeitet war, sodass ich jetzt eigentlich recht entspannt bin. Meine Arbeit ist getan und ich freue mich jetzt, das Stück heute von hinten vom Technikplatz dann auch mit anzuschauen. Ich habe mich nach der Bekanntgabe, du sollst es machen, total gefreut und dann habe ich 4 Wochen Panik geschoben, weil ich dachte, oh Gott. Wie soll man aus diesen Geschichten, aus diesen Legenden etwas machen, was den Zuschauer heute auch noch vom Hocker reißt? Weil man kann sich mit Corvinian ja nur in die Nesseln setzen. Jeder kennt ihn, jeder kennt seine Legenden und sagt, was hast du denn daraus gemacht? Das ist schon eine anspruchsvolle Arbeit. Manche Lieder sind in 3-4 Stunden fertig gewesen, an manchen haben wir wirklich 4 bis 6 Wochen gearbeitet. Immer wieder gefeilt, dann hieß es, nee. Also manche Szenen haben wir gleich 4-mal geschrieben, haben wir 4 unterschiedliche Lieder, 4 unterschiedliche Handlungen und irgendwann haben wir gesagt, jetzt ist es das. Es war dann schon manchmal eine Fleißarbeit. Lasst es krachen, jetzt ist der Moment. Jetzt ist der Moment, es rauszulassen. Lieber, ihr wisst, lieber zu viel als zu wenig, lieber zu groß, lieber zu laut. Alles von allen mehr, das ist ein Riesenplatz. Und jetzt einfach habt Spaß an der Sache, weil das Publikum freut sich auf euch. Und wenn ihr euch auch freut und wenn ihr Spaß an der Sache habt, dann kann eigentlich nichts schief gehen.
Also war richtig geil, dann da zu stehen. Ah, vor allem das letzte Lied dann da zu singen, das, also da kriegt man dann schon Gänsehaut. Doch, das war richtig schön. Ja, ich bin erleichtert. Ja, das ist gerade echt aufregend. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen sprachlos. Ja, es war eine Erfahrung wert und ich freue mich auch jetzt schon auf die nächsten Aufführungen. 6 Jahre hat es gedauert und jetzt steht es da und ist wahnsinnig toll. Also wir freuen uns total, es ist Stimmung da, es ist der Heilige von der Stadt lebt und ich glaube, wir haben jetzt die Stadt wirklich ein bisschen zum Strahlen gebracht. Ja, eine große Show. Also nachdem wir keine Profis sind, ist es für uns, glaube ich, alle noch mal mehr der Schritt gewesen, dass wir mehr zusammenwachsen. Einfach noch mehr Arbeit reinzustecken, um einfach im Publikum zu zeigen, auch wenn wir Laien sind, können wir perfekt sein. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Also, große Erleichterung. Ich finde, es ist super gelaufen. Schade war, es sind 2 Mikros ausgefallen während der Show. Aber es wurde super souverän damit umgegangen und das Stück ist nicht auseinandergefallen. Und was das Tolle ist, wenn Publikum drinnen ist, wenn Darsteller dann noch einen Zahn zulegen, wenn noch mehr kommt, wenn die noch mehr Energie dann haben. Und das ist das Schöne bei Kunst auch. Man kann alles proben, aber in dem Moment dann wird es dann eben oft größer, als man es sich vorstellen konnte. Oder mehr. Die Leute geben noch mehr Energie und holen irgendwie so dieses letzte Quäntchen noch raus, was geht. Und das ist heute auch passiert. So, von daher bin ich super zufrieden. Es gibt immer Ecken und Kanten. Ich hätte schon wieder eine Liste mit Sachen, die man noch verbessern könnte und so. Aber alles total im Rahmen. Für mich, es hätte nicht besser laufen können heute. Wirklich toll. Bin sehr zufrieden.